Und ich bleibe dabei. Plem, plem. Das Thema mit diesem geweigerten Paket möchte ich nochmal aufgreifen. Vor allen Dingen Fragen an diejenigen richten, die der Meinung waren, super schlau zu sein und erklären zu können, warum einfolierte Pakete oder Pakete, die mit zu viel Paketklebeband versehen sind, bei der DHL geweigert werden. Unter anderem gab es da den Hinweis, das läge an den Beschleunigungskräften der Transportbänder und der durch den Reibbeiwert μs verursachten Bewegung des Pakets bis zum Herunterfallen vom Band. Ja, man sollte vielleicht mal dann über Sand zwischen Paket und Band nachdenken. So machen wir das bei der Eisenbahn, um den Reibwert zu verbessern. Aber Spaß beiseite. Und andere wussten zu berichten, es ließen sich dann die Zieldaten oder was auch immer durch Reflexion nicht ablesen. Das kann man so in den Raum stellen, aber in den letzten Wochen hat sich das auf merkwürdige Weise alles relativiert. Denn dieses Paket ist am Freitag bei mir eingetroffen mit einer Menge anderer Pakete, durch DHL an der Haustür abgeliefert. Und wie man gut sehen kann, das kommt übrigens aus Österreich, das Paket, ist das wirklich fast komplett an der Oberfläche mit Paketklebeband mehrfach verwendet worden, deswegen auch durchgehend mit diesem Klebeband versehen. Und jetzt frage ich mich, und jetzt kommt mir nicht irgendeiner, das ist Sperrgut, oder der Kollege, der mir das darin befindliche Messgerät zur Reparatur geschickt hat, zahlt Sperrgut in Österreich für dieses Paket. Never ever. Und das kommt hier an. Leute, die verarschen uns. Ja? Ich glaube, das ist nur eine Masche, um Geld zu machen. Das hat gar keine realen Hintergründe. Und ich möchte das Thema jetzt auch abschließen, aber ich wollte dieses Paket nochmal zeigen. Und ihr seht, das ist alles Folie. Ja? Und inwieweit der Reibwert sich so stark verändert, dass ein Transportband so schnell läuft und Fliehkräfte auftreten, die das vom Band tragen, da mache ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Also wenn ein Konstrukteur ein Fließband so konstruiert, dass das passieren kann, dann sollte er sich, glaube ich, sein Lehrgeld zurückgeben lassen. Aber gut, ich will das jetzt abschließen. Ich wollte euch das nur noch mal zeigen. Ich fand das einfach interessant, weil oft werden Behauptungen dann in der Praxis ja auf diese Art und Weise ad absurdum geführt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn ich das Messgerät instand gesetzt habe und dann zurücksende, wenn ich das wieder in dieses Paket verpacke und hier in Castrop bei der Postagentur, wo auch immer, aufgeben möchte, dass es wieder zu Schwierigkeiten kommt. Und das ist nicht nur absurd, sondern das ist, so wie ich im Eingang gesagt habe, einfach plem plem. Okay, ja, dann gehen wir zur Reparatur des Sharp-Vollverstärkers über. Der hat offensichtlich großes Interesse geweckt, weil er doch etwas älter schon ist und auch sehr, relativ selten. Und ja, auf geht's. Befassen wir uns wieder mit den Dingen, die Spaß machen und nicht Ärger. Bis gleich.